Sie sind ja privat noch witziger als im Fernsehen. Das stimmt, aber nicht weitersagen. Bastian! Hallo, Michael! Du, entschuldige bitte die Verspätung. Meine Mutter hat noch eine Maschine für mich durchlaufen lassen. Aber warum trägst du denn im Sommer so einen dicken Schal? Was denn für ein Schal? Ach, nein, das ist ja dein Hals. Entschuldige. Entschuldigen Sie die Störung, aber könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Natürlich. Ginge das auch auf den Bauch? Oh, ich glaube schon. Eine glattere Fläche werden wir ja wohl kaum finden. Sie kenne ich doch auch irgendwo, ja? Bestimmt. Das ist Bastian Pastewka, einer der beleibtesten Komiker Deutschlands. Ups, habe ich beleibt gesagt. Ich meine natürlich beliebt. Cut! Super, super! Hallo. Und Herrn Sat.1 hat's auch gefallen? Also, Kessler, das war doch genial, oder? Danke. Also, wie Sie Ihre Pointen setzen, Ihr Timing, Ihr Spiel, das ist hohe Schule. Fanden Sie? Ja, danke. Und Herr Pastewka, merken Sie, wie gut auch Ihre Figur funktioniert? Also, das Konzept geht voll auf. Ja, richtig, richtig. Weil Sie doch so ein bisschen unglücklich waren wegen... Aber das ist schon genau richtig, so wie es geschrieben ist. Absolut. Ich glaube, ich war da ein bisschen auf dem Fall. Die Halsgeste. Also für mich jetzt schon Kult. Mhm. Naja, es ist ja auch ein bisschen was Wahres dran. Ne? Ja auch. Das wird ihr neues Markenzeichen. Da wird sie jeder drauf ansprechen. Oh, das wäre natürlich ein Traum. Kessler, ich brauche dich mal eine Minute. Mhm. Also pass auf. Für mich ist das Ding gesetzt. Ich will das unbedingt im Programm haben. Es wird ein Straßenfeger. Ihr beide, seid mein Auskunft. Die werden das drehen, hat der Clausen selbst gesagt. Und ich bin die nächsten 7 Jahre Stichwortgeber für den Nasenclown. Vielen Dank, Regine. Na und? Ist doch ein guter Job. Ach, der ist doch die Witzfigur, nicht ich. Eigentlich müsste man das Ganze umdrehen. Mir passieren doch die verrückten Geschichten. Findest du? Na was denn? Ja, zum Beispiel versuche ich seit Tagen beim Zollamt eine DVD abzuholen, aber scheitere an einer bärtigen, dicken Zollbeamtin. Das ist doch nicht lustig. Ja, das ist vielleicht erstmal nur der Anfang von der Folge. Das muss man natürlich entsprechend aufblasen, aber bitte nicht der Quatsch hier. Naja, ich kann das dem Clausen natürlich mal vorschlagen. Ich war doch mit dem... Nein, dann weiß Kessler ja sofort, wo es herkommt. Der Vorschlag müsste von jemandem kommen, den Clausen gut kennt und der bei Sat.1 was zu sagen hat. Bastian... Ich kann hier ein iPad gewinnen. Ich muss nur auf das richtige Backenhörnchen klicken.